1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Montag-Ausgabe, Montag-Nacht-Ausgabe. Und die ist bekanntlich eine freie Themen-Ausgabe. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt hier in tiefer Nacht im Radio und im Fernsehen, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt faxen unter 0800 220 5051 oder ihr mailt mir unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht und in dieser Woche ist Indra und Indra ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Indra. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich schlafe mit dem besten Freund meines Freundes. Mit dem besten Freund deines Freundes? Oh ja, das hört sich alles schrecklich an. Das hört sich ja furchtbar an. Ja, und zwar läuft es nicht so mehr mit meinem Freund so. Mhm. Lass mich mal so ein paar Fakten vorab fragen. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 3 Jahre, also so mit Zwischenpause. Hey, 3 Jahre schon? Mhm. Also mit 13 fing's an? Ja, genau. Lange Zeit. So, und seit wann läuft das jetzt mit dem besten Freund des Freundes? Ja, so 1-2 Wochen jetzt schon. Das geht ja noch. Mhm. Wie kam's dazu? Ja, ich weiß auch nicht. Wir hatten uns damals irgendwo mal eine Kneipe getroffen. Nach einer ganz langen Zeit. Und da ist es dann irgendwie mal passiert. Ja, sowas passiert ja nicht irgendwie mal so. Ne? Da gehören zwei Leute zu und da gehört jemand zu, der eine Initiative ergreift und jemand, der mitmacht. Wie war es denn? Von wem ging es denn aus zum Beispiel? Von mir. Von dir ging es aus? Mhm. Du hast ihn angebaggert. Ja, genau. Also er gefiel mir einfach dann von der Anhieb da und hab mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Aber du kanntest ihn ja auch schon. Ja, kann man schon. Das heißt, wenn er der beste Freund deines Freundes ist, musst du ihn doch eigentlich schon ganz gut kennen all die Jahre. Habt ihr nicht schon oft Dinge miteinander gemacht und euch getroffen und gefeiert und weiß ich was? Das ist jetzt ganz, ganz, ganz blöd. Also vorher haben ich und sein Freund uns gar nicht gut verstanden. Mhm. Er konnte mich überhaupt nicht leiden. Ach so, warum? Aber durch diesen Abend, wo wir beide besoffen waren, haben wir uns dann unterhalten und dann hat er eine andere, ganz andere Seite von mir bemerkt. Verstehe. Wieso hat er dich nicht gemocht vorher? Weißt du das? Ja, weil ich seinen Freund damals auch ein bisschen verarscht habe und ein bisschen zickig war. Und ah ja. Und fandest du ihn auch irgendwie nicht so tolle? Ach, es geht. Es ging so. Ich habe ihn einfach nicht so weiter beachtet. So, jetzt hast du gerade noch was so im Nebensatz gesagt. Ihr wart besoffen, als das passiert ist. Mhm. Beide waren besoffen. Ja. Ja. Ja, da geht es ja oftmals mit einem durch und der Besoffene macht oft Dinge, die ehrlich sind. Und der Besoffene sagt ja auch oft Dinge, die ehrlich sind. Mhm, besonders. Ja, das heißt, es gab dann gleich Sex an dem Abend auch? Ja. Ja. Und wie viel Mal hat sich das jetzt wiederholt? Also jetzt jedes Wochenende. Aber ich meine, es ist also, ja, ihr seid jetzt ein... Ja, also wir hatten uns vorige Woche, Freitag, Samstag. Mhm. Und jetzt das Wochenende Samstag getroffen. Ach so, und da ging es wieder zur Sache. Ja. Ja. Die Beziehung zu deinem Freund ist nicht nur so rosig? Es geht. Also viel Streitigkeiten, wegen Kleinigkeiten. Mhm. Und das läuft natürlich, davon gehe ich jetzt aus, absolut streng geheim. Oh ja. Das weiß niemand. Und wenn dein Freund das erfahren würde, würde er wahrscheinlich... Ja, komplett ausrasten. Platzen vor Wut, vor Zorn, vor Enttäuschung und weiß ich was. Oh, ja. Warum tust du es, wenn du weißt, welche extremen Auswirkungen das haben könnte? Ja, das Risiko gehe ich halt ein. Für was? Weil eigentlich normal will ich was auch von dem, aber... Warum trennst du dich dann nicht von deinem Freund? Das möchte ich nicht so gern. Warum nicht? Weil ich ihn jetzt schon 3 Jahre kenne. Und das ist kein Grund, mit jemandem zusammen zu bleiben. Ja, und auch der Freund von ihm, der will auch nicht so. Ich habe ihn auch schon gefragt und mich mit ihm unterhalten darüber, aber... Ach, der will auch nicht so. Ist der denn auch in festen Händen? Nein. Der ist frei. Aber der will gar nicht mit dir so zusammen sein, sondern... Nein, der will sein Leben leben und... Und eine Bettgeschichte mit dir haben. Genau. Mhm. Wie alt sind die Jungs?
Also mein Freund ist 22 und der Freund ist 21. Ja. So, jetzt hast du dir wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, wie das weitergehen soll. Nämlich? Doch. Ja. Ja, wie soll es weitergehen? Ich will jetzt erstmal gucken, wie das jetzt so weiterläuft. Das ist noch keine Antwort. Also du willst es so weiterlaufen lassen? Ja, erstmal ja. Ja, aber das damit ist doch sich dann vielleicht bei uns beiden dann was vielleicht noch ergibt. Also meinen Freund habe ich halt nur noch zur Sicherheit, glaube ich. Ach so, ist ja sehr berechnend, wie du vorgehst. Oh ja. Klingt nicht sehr sympathisch, finde ich. Da hältst du deinen Freund so als Notlösung in der Hinterhand, nach dem Motto, wenn gar nichts weiter klappt, kann ich den ja wieder nehmen. Mhm. Ne? Und den lasse ich mir auch in der Hinterhand und versuche da was aufzubauen mit dem Neuen. Ist ziemlich mies, finde ich. Finde ich auch. Also wenn ich da so drüber nachdenke. Ne, eigentlich schon. Wenn das jemand mit dir machen würde, wärst du wahrscheinlich super verletzt und stinkig. Und zu Recht auch. Aber du machst es. Was ist denn dein Gefühl? Du sagst, mit dem Freund, da ist einiges nicht so, das ist so dolle, ist das nicht mehr. Da gibt es Probleme, dieses und jenes. Was ist denn dein Gefühl noch für deinen Freund? Ja, ich weiß nicht. Kann man schlecht beschreiben. Ich habe ihn zwar noch lieb, aber nicht mehr so richtig. Weißt du, Indra, wie sich das für mich anhört? Da ist eine Beziehung erloschen. Da ist eine Liebe erloschen. Und da ist eine junge Frau, wie du es bist, die das nicht richtig wahrhaben will und auch nicht loslassen will. Und Angst hat, vielleicht auch vor dem Alleinesein. Ja. Ne? Und deshalb erstmal jetzt versucht, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Aber so den Rest, der vielleicht an Vertrauen und Verbindung zu dem Freund da ist, wirklich übelst missbraucht. Wenn du kein gutes Gefühl mehr hast in dieser Beziehung und du denkst, das ist nur wirklich, läuft nicht mehr so, wie du es gerne möchtest, dann beende es doch, Mensch. Ja, ich versuche es. Dann beende es und dann bist du eine freie Frau, dann kannst du machen, was du willst, dann kannst du auch mit dem besten Freund. Das muss er dann wieder entscheiden, ob er seinem Freund in dem Sinne untreu werden will, in Anführungszeichen. Weil das ist ja eigentlich auch das oberste Gesetz in der Freundschaft, dass man die Finger von der Frau des Freundes lässt. Aber das muss er dann für sich regeln. Aber du musst für dich eine klare Linie ziehen. Du musst eigentlich raus aus der Beziehung, so wie du hast sie eigentlich gerade nur schlecht dargestellt. Ja. Ne? Da ist noch so ein bisschen, ja, man ist verbunden, ich habe ihn noch ein bisschen lieb, aber eigentlich ist es nicht mehr so das Gelbe. Ja, er rennt ja auch immer ständig hinter mir her. Wenn ich dann mal was anfange oder Streitigkeiten sind, dann ruft er ständig an und heult dann und steht dann bei mir vor der Tür. Kann ich dann wieder nicht Nein sagen. Das musst du aber. Und wenn er fragt, warum, dann kann ich ihm ja schlicht sagen, ja, ich habe mich mit meinem besten Freund verkleidet. Pass mal auf, Indra, ich habe solche Geschichten schon sehr, sehr oft gehört. Und zwar Geschichten dieser Art, wo die Leute dann über ein Jahr oder zwei Jahre so eine geheime Beziehung mit dem besten Freund führen. Das finde ich immer katastrophal und finde es wirklich auch zum Kotzen, weil es so unehrlich ist und so falsch alles. Du hast noch eine Chance. Das läuft erst anderthalb, zwei Wochen ungefähr. Ja. So. Mhm. Da kann man noch sagen, okay, kann passieren, ich bin erst 16 Jahre alt und ist irgendwie doof gelaufen. Ich ziehe jetzt die Notbremse, dann stehst du noch einigermaßen gut da. Ja. Dann ist es nicht so ganz schlimm. Aber du musst es auch wirklich dann jetzt sehr bald tun. Wenn du es noch weiterlaufen lässt, so wie du es gerade angedeutet hast, finde ich es schlimm. Und dann lädst du noch viel mehr Schuld auf dich und musst ein schlechtes Gewissen haben. So kannst du vielleicht so eben noch die Kurve kriegen, finde ich. Ja, hoffen wir es mal. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Und ja, hoffe, okay, dass du es schaffst. Alles Gute, Indra. Ja. Tschüss. Jo, tschüss. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Und ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, Sex hat mein Leben zerstört. Durch eine sexuelle Aktion, durch eine sexuelle Handlung ist bei mir alles kaputt gegangen, alles schief gelaufen und das Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war. Das ist unser Thema morgen und am Donnerstag, auch schon mal der Hinweis jetzt an dieser Stelle, sind wir um 11:45 schon im WDR-Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit Elke und Elke ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Elke. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe eine Beziehung zu einer Frau, also ich bin lesbisch. Und wir sind jetzt seit circa einem halben Jahr zusammen. Ja. Und das Thema ist bei ihr immer wieder, dass sie eventuell bisexuell ist. Aber sie hat bisher auch rein lesbisch gelebt? Nee, also ich schon, sie nicht. Sie nicht, achso. Sie hatte also auch Beziehungen zu Männern. Ja, längere? Über drei Jahre hinweg. Ja. Auch
Und sie war vor kurzem im Krankenhaus. Mhm. Da ist sie auch mir fremdgegangen mit einer Frau und mit einem Mann. Mhm. Und ich habe da wirklich ein ganz großes Problem mit. Ja, also, denn ich würde mal sagen, sie ist bisexuell. Ach, ich will das nicht wahrhaben. Nee. Aber Elke, das finde ich nicht das Problem. Bisexuell, lesbisch, hin und her. Die entscheidende Frage ist, ob die Frau in dich verliebt ist und ob sie dir treu ist. Das hat ja mit der Grundorientierung nichts zu tun, ob sie sich für dich entscheidet. Da kann sie, wenn sie bisexuell ist, sie entscheidet sich für dich, ist es doch egal. Ja, das habe ich ihr auch mal gesagt. Also das habe ich ihr gestern sogar noch gesagt. Mhm. Also, wir waren essen und da habe ich gesagt, es ist jetzt völlig egal, ob sie jetzt irgendwann in 10 Jahren mit einem Mann wieder zusammen ist. Wir sind jetzt im Moment zusammen. Genau, so sehe ich es auch. Ja. Mhm. Genau so sehe ich es. Also viel, viel gravierender ist ja nachzufragen, was ist da mit eurer Beziehung nicht in Ordnung? Ja. Oder ist da, oder sie, wann ist sie dir fremdgegangen im Krankenhaus? Ja, genau. Wann? Das war jetzt vor einem Monat. Vor einem Monat. Mhm. Das ist schon ein bisschen seltsam, wenn man ein halbes Jahr mit jemandem zusammen ist und dann schon nach 5 Monaten gleich fremd geht, oder gleich auch doppelt fremd geht mit 2 Personen, mit 2 Menschen. Seid ihr denn richtig zusammen oder sagst du das so, stellst du das so dar? Also für uns, also ich sage ja und sie sagt eigentlich auch ja. Ja, und wie hat sie sich dann dazu gestellt, dass sie dir gleich nach so kurzer Zeit fremdgegangen ist? Eigentlich gar nicht. Also sie meinte einfach nur, sie fand diesen Typen total süß. Mhm. Und ja gut, aber man geht ja nicht mit jedem gleich fremd, wenn man in einer Beziehung ist, den man süß findet. Wo kommen wir da hin? Ja, genau, genau. Und die Frau fand sie auch süß? Nö, die Frau, die war einfach nur da. Ach so. Ja. Und dann hat sie es dann einfach mit der gemacht. Mhm. Die ist aber seltsam. Wie alt ist denn deine Freundin? 26. Mhm. Erwachsene, junge Frau. Eigentlich schon, ja. Ja. Mhm. Die Beziehung, die sie geführt hat, also sie war länger mit einem Mann zusammen, sagst du, war sie auch schon länger mit einer Frau zusammen? Nee, das waren eher so immer so Bi-Frauen, die selber auch in einer bisexuellen Beziehung waren. Ach so, das heißt, so die richtigen Beziehungen hat sie bisher nur mit Männern geführt. Ja, ich denke schon, ja. Kann das sein, dass sie vielleicht gar keine wirkliche Beziehung mit einer Frau führen will, sondern das nur sexuell ausleben möchte? Oh ja, das kann sein. Also das hatte ich jetzt in den letzten Tagen, hatte ich so meine Gedanken darüber, ja. Mhm. Mhm. Das ist wichtig zu wissen für dich, finde ich. Mhm. Daran solltest du arbeiten, dass du das rausbekommst bei ihr. Um einfach auch mal so die Verhältnisse zu klären. Vielleicht auch dann, um zu sagen, wir sind eigentlich gar nicht richtig zusammen. Aber ich liebe diese Frau über alles. Ja, du. Also. Aber wichtig ist ja eben auch, ihre Haltung zu erkennen und zu wissen. Es ist sehr wichtig für dich, um eben auch Verletzungen vielleicht aus dem Weg zu gehen. Weil wenn das jetzt so schnell passiert ist mit der Geschichte da im Krankenhaus, passiert das an der nächsten Ecke, sage ich jetzt mal, sehr böse. Vielleicht schon wieder. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, ja. Mhm. Ja, aber irgendwie, also sie ist eine wahnsinnig attraktive Frau. Und ich liebe diese Frau auch. Mhm. Und ich möchte sie für mich irgendwie, doch, ich will sie einfach in meiner Nähe haben. Gut, das ist ja was anderes, als zu sagen, ich bin mit ihr zusammen. Wenn ihr so den Konsens findet, wir sind gute, sehr enge Partnerinnen, Freundinnen oder so, und wir haben auch Sex miteinander, aber jeder geht irgendwie so seine eigenen Wege, ist es ja okay. Nee, das könnte ich nicht. Das kannst du nicht. Nee. So, und jetzt muss noch mal zurückfragen. Sie hat sich nicht bei dir entschuldigt, hat nicht gesagt, es tut mir leid, dass das passiert ist mit den Doch, Mann. Das hat sie gesagt. Ja? Das hat sie gesagt. Hat sie denn irgendwie sowas angedeutet, das ist jetzt einmal passiert, ist so ein Ausrutscher, das passiert jetzt nicht wieder? Ja, das hat sie auch gesagt. Also dazu muss ich sagen, sie war nicht einfach so im Krankenhaus. Es war also schon eine Psychiatrie. Mhm. Und wo sie auch unter Medikamenten war und wo sie gesagt hat, dass sie nicht mehr ganz bei Sinnen war. Ah ja. Ja, waren das, das waren Patienten? Ja. Ja. Mhm. Okay, dann kann man ja sagen, das war eine Ausnahmesituation. Mhm. Und das kann man dann ja vielleicht auch verzeihen. Und du hast das ja offensichtlich auch schon eher vergeben. Ja, ich toleriere es, sagen wir mal so. So. Jetzt ist dein Ding, finde ich, dass du wirklich von ihr klären musst hier, was ist das eigentlich für ein Status quo mit uns beiden? Ist das eine Beziehung? Sind wir wirklich jetzt ein Paar? Sind wir zusammen? Mhm.
Und was bedeutet das für dich? Für mich bedeutet das, für mich, Elke, bedeutet das, du bist meine Partnerin und ich will dir treu sein und ich will keinen anderen Mann und keine andere Frau in unserem intimen Umfeld haben. Ist das für dich ganz genauso? Offensichtlich muss das ja mal richtig ausgesprochen werden und besprochen werden. Ja, aber davor habe ich ein bisschen Angst. Ja, das musst du durch. Ich weiß, du hast Angst vor der Antwort, die dir vielleicht nicht so gefällt. Aber das ist halt dann die Wahrheit und mit der musst du dich arrangieren. Ja, das werde ich dann müssen. So musst du es machen. So musst du es wirklich machen, Elke. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere Faxnummer 0800 220 5051, die Faxnummer war das und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und wenn ihr faxt oder mailt, die Telefonnummer nicht vergessen drauf zu schreiben. Lucy, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lucy. Hi. Die Lucy. Ich glaube, ich brauche mal einen Rat von dir. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, bitte. Okay, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich wäre dir sehr dankbar. Und zwar von mach mal bitte das Radio ein bisschen leiser, den Fernseher. Den Fernseher leiser? Ja, sonst haben wir eine Rückkopplung. Besser? Ja, viel besser. Entschuldigung. Macht nichts. Okay, also ich habe damals vom halben Jahr ungefähr noch für eine Telefonsex-Hotline gearbeitet. Habe dort auch einen ganz lieben, netten jungen Mann kennengelernt per Telefon. Einen Kunden? In dem Sinne schon. Und er war mir auf Anhieb sympathisch und da hat mir auch seine Nummer gegeben. Und dann habe ich mich bei ihm praktisch ein paar Tage später auch zurückgemeldet. Und hin und wieder hatten wir dann auch privaten Telefonsex. Also ich habe dann inzwischen auch nicht mal für diese Line gearbeitet. Wollte ich gerade fragen. Du bist dann aus dieser Arbeit als Telefonsexin ausgestiegen? Bin ich ausgestiegen, ja. Bis heute? Bis heute, bis heute, ja. Genau. Ja. Also Privattelefonsex mit diesem netten jungen Mann? Genau, er rief mich an, war praktisch geil sozusagen und ich bin drauf eingestiegen und habe dann halt mitgemacht am Telefon. So, ja. Dann hatten wir lange Zeit gar keinen Kontakt mehr. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mich damals als eine falsche Person ausgegeben. Ja. Auch damals auf der Line, ist klar. Und auch später in den privaten Kontakt? Auch später, genau. Ja. Ja, und dann habe ich gemerkt, es entstehen doch bei mir Gefühle für diese Person halt, also für ihn. Was heißt denn falsche Person? Du hast einen falschen Namen gesagt? Also falscher Namen, falsches Aussehen, also komplett alles falsch. Auch falsche, also sie hat dann später auch, habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben. Ja. Er hat mir von sich Fotos geschickt, ich habe ihm falsche Fotos von ihr geschickt. Ja, ist klar. Gut, erzähl erstmal weiter. Naja, wie schon gesagt, dann kamen halt Gefühle auf und dann dachte ich mir, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich mich praktisch bei ihm geoutet, habe gesagt, du hör mal zu, in Wirklichkeit habe ich dir falsche Fotos geschickt, ich heiße in Wirklichkeit so und so und komme auch aus einer ganz anderen Stadt, die ich damals angegeben habe. Naja, das hat er erstmal so hingenommen, meinte aber, kein Problem, schick mal einfach die Fotos und dann mal weiterschauen. Die Originalfotos? Die Originalfotos von mir, genau. Ja. Das habe ich dann auch gemacht, er fand es auch ganz okay. Ja. Wir hatten dann weiterhin halt nur bis heute E-Mail-Kontakt und Telefon-Sex-Kontakt. Ja. Und ich weiß jetzt einfach nicht mehr so, mir kommt es so vor, als wenn er praktisch geil ist, ruft er mich an und unsere Telefonate sind halt immer nur TS-mäßig, also Telefon-Sex. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich mich halt in ihn verliebt habe. Ja. Habe auch gesagt, mir kommt es so vor, als wenn halt immer nur du anrufst wegen Telefon-Sex. Ja. Er hat es alles abgestritten, meinte, das wäre nicht so, er wäre dabei auch sich in mich zu verlieben. Aha. Geht es denn irgendwann auch mal bei den Telefonaten um irgendetwas anderes oder läuft es immer auf Sex hinaus? Sagen wir mal so, wenn ich ihn praktisch anrufe, hat er nie Zeit. Ja. Ist halt sonst so berufsmäßig oder was auch immer. Ja. Und dann ruft er mich irgendwann mal später zurück, abends, nachts und ja, 5 Minuten können wir praktisch über normale Dinge reden. Und dann werden die Hosen ausgezogen. In dem Sinne schon. In dem Sinne schon, ja. Ja, aber was er nicht weiß ist, ich habe nicht immer mitgemacht. Du hast gespielt? 2-mal, ja. Ja. Also auch in den privaten? In den privaten, also ja, in den privaten habe ich 2-mal gespielt, weil mir das einfach zu viel wurde und ja. Kurze Zwischenfrage. Ja. Hast du diesen Job wegen ihm aufgegeben? Nee. Das hatte andere Gründe. Das hatte andere Gründe. Ist er denn, soweit er die Wahrheit sagt, ist er in einer festen Beziehung oder ist er alleine? Also so viel ich weiß, ist er alleine. Aber es klingt alles nicht gut, was du sagst. Nee. Es klingt wirklich so, als würde der dich jetzt als Telefonsexerin umsonst quasi
ausnutzen. Denke ich mal. Ja. Ich habe ihn auch schon des Öfteren darauf angesprochen. Und denn das ist ja eine lange Zeit, das ist ein halbes Jahr. Gut, du hast ihn ein bisschen enttäuscht durch deine Lügerei, aber du hast es ja wieder, du hast es ja aufgelegt und es versucht wieder gut zu machen. Ja, klar. So, er hat sich damals halt auch als eine falsche Person ausgegeben und hat sich praktisch selber auch geoutet. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es ein Wink mit dem Telefonmast. Und ich oute mich dann auch. Das heißt, eigentlich hätte sich ja dann vor allen Dingen nach dem... Wie lange ist dieses Outen jetzt schon her? 2 Monate. Immerhin, 2 Monate. Da, wenn er sagt, dass er sich vielleicht auch ein bisschen anfängt, in dich zu verlieben, hättest du das merken müssen am Telefon. Und es wären viele Gespräche hätten stattgefunden, wo es nicht um Sex geht, sondern einfach um viele Dinge, die man sich erzählt, wenn man sich ineinander verliebt. Aber es genau, er sagt schon mal, er vermisst mich und er hat mich lieb, ganz doll. Mhm. Und warum trefft ihr euch denn nicht mal? Das habe ich ihn auch gefragt. Er meint, er hat immer so viel zu tun, arbeitsmäßig ist auch immer unterwegs. Lüge. Ja, er sagt zwar, er will sich jetzt, wenn er Urlaub hat, treffen. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? Schätzungsweise 400. 400, na gut, das ist ja auch nicht so weit. Also eigentlich man... nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja. Und nun habe ich ihn halt gestern nochmal drauf angesprochen, dass halt unsere Telefonate halt irgendwie immer nur auf das eine hinauslaufen und ich dann langsam so den Eindruck habe, als hätten wir uns nichts zu erzählen. Und daraufhin hat er sich dann komplett überhaupt nicht mehr gemeldet. Klingt alles schlecht, Lucy. Und das gleiche aus, wenn ich jetzt im Internet ihn antreffe. Er sieht zwar, dass ich online bin, ich sehe, dass er online ist, aber sobald ich halt mit meinem Namen angehe, meldet er sich halt abwesend. Weißt du, was ich eigentlich gerade denke? Gar nicht treffen, sondern wenn es irgendwie ginge, die Finger davon zu lassen. Das versuche ich ja. Ja, das wäre, glaube ich, das Allerbeste. Aber er hat irgendwas an sich, was halt... Aber Lucy, was weißt du denn von dem Typ? Du kennst nur geile, schmutzige Gespräche mit dem, letztendlich. Im Grunde genommen schon, ja, stimmt. So. Und auf dieser Basis verliebt man sich doch in keinen Menschen. Gut, da ist die Stimme vielleicht ganz nett, er ist vielleicht ganz charmant, aber ich glaube, da ist es noch sehr einfach, sich von so einer Person zu trennen, wenn noch gar nicht viel vorgefallen ist. Es klingt alles nicht gut. Es könnte vielleicht sogar noch schlimmer werden für dich, wenn du ihn mal gesehen hast und du ihn dann, wenn er dir dann auch noch besonders gut gefällt. Vielleicht sollte man jetzt einfach wirklich die Schotten dicht machen und sagen, okay, der hat sich nicht in mich verliebt, ich bin für den eine billige Sexmaus und mehr nicht. Ich will mehr, also Schluss aus. Wir haben verschiedene Interessen. Also ich war schon am überlegen, ob ich Ihnen das heute auch schreibe. Halt, dann melde ich halt nicht mehr bei mir und ich habe keine Lust. Und ja, mach es doch. Soll ich machen? Ja, mach es. Finde ich ja. Das ist alles ein Murks und das ist nicht gut. Das klingt alles nicht gut. Nein, du kannst dem ja nicht hinterherlaufen. Du hast es ihm jetzt so klar gesagt und was soll mehr daraus werden? Also meinst du das auch? Ich finde schon, ja. Ja, meine Freundin sagt das nämlich auch schon. Ja, und die besten Freundinnen haben oft recht. Genau, ich hoffe doch. Luzi, ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Dieses vor allen Dingen zu überwinden. Obwohl, das ist noch nicht ganz so schlimm, glaube ich. Naja, ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Es ist jetzt schon das 3. oder 4. Mal. Ja. Eine Frage wolltest du stellen? Ja, darf ich ein Autogramm von dir haben? Ja, wenn du so nett und charmant fragst, gerne 2 gleich. Oh, gerne. Du legst bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke schön. Alles Gute. Alles gut, schönen Tag noch. Tschüss. 0800 220 5050. Man hörte ja so richtig schon so ihre professionelle Stimme, ne? Ihre gute, charmante Stimme. Freundliche Stimme. Luzi. Jetzt ist Nicole hier. Hallo. 25 Jahre, hat auch eine sehr nette Stimme. Hallo. Hallo. Hallo Nicole. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich brauche deinen Rat. Und zwar, ich bin jetzt seit 5 Jahren verheiratet. Schon? Ja, genau. Und habe aber einen ehemaligen Klassenkameraden wieder gesehen auf dem Klassentreffen und habe mich total in ihn verknallt. Und jetzt stehe ich zwischen 2 Stühlen und weiß keinen Ausweg mehr. Glaube ich. Das glaube ich. 5 Jahre verheiratet. Das heißt, ihr kennt euch wahrscheinlich auch schon ewig, ne? Richtig, genau. Wie lange? Wir kennen uns schon. Also deinen Mann meine ich jetzt. Bitte? Ich meine deinen Mann jetzt. Ne? Ach, mein Mann meinst du? Ja, ja. Ja, wie gesagt, wir sind 5 Jahre verheiratet und ich kenne ihn also schon seit meiner Jugend. Ist das deine erste große Liebe? Ja, richtig. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Ja. Warum habt ihr so früh geheiratet, mit 20 schon? Ja, also war halt so. Also ich dachte halt, der Mann meines Lebens und der war auch total romantisch, nur das hat aber mit der Zeit nachgelassen. Wie lange wart ihr denn vor eurer Ehe schon ein Paar? Ja, also kann man sagen, seit der Schulzeit eigentlich. Ja. Ist das der einzige Mann, mit dem du bisher auch Sex hattest? Ja. Ja. Richtig. Und aber während der Ehe, es kommen keine Aufmerksamkeiten mehr. Im Bett läuft überhaupt nichts mehr. Überhaupt nichts mehr? Nein. Seit wann?
Ja, also nach 3 Jahren. Also wir waren gut 3 Jahre verheiratet und dann flaute das ab. Das heißt, 2 Jahre hast du jetzt schon gar keinen Sex mehr erlebt? Nein. Also mit deinem Mann zusammen? Nein, und das hole ich mir jetzt von dem anderen. Das heißt, da ist schon eine Affäre entstanden? Richtig, ja. Wie lange schon? Wie lange ist das jetzt, das letzte Klassentreffen her? 2 Jahre. Ach, so lange schon? Ja. Das heißt, seit 2 Jahren betrügst du deinen Mann? Ja. So müssen wir es ausdrücken. Ja. Auch wenn da tote Hose ist bei euch. Das ist richtig, ja. Ist der alleine, der Klassenkamerad, oder ist der auch in einer Beziehung? Nein, der ist alleine. Mhm. Hast du dich verliebt in ihn, oder ist es eine richtige Verliebtheit, tiefe Liebe? Also, ja, ich würde mal so dieses Verliebtsein, also keine richtige Liebe, aber doch so Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Und ja, das würde ich doch schon bezeichnen. Wie oft trefft ihr euch? Ja gut, ich muss mir natürlich immer wieder was einfallen lassen. Ja. Ne? Das ist gar nicht mal so leicht. Also ja. Ich muss dann immer sämtliche Ausreden erfinden. Das ist total schwer und irgendwo habe ich da aber auch keine Lust mehr drauf. Ja, also sag mal so ein Beispiel, damit ich es verstehe. Einmal in der Woche... Also wir versuchen schon so 2-3 Mal in der Woche. 2-3 Mal in der Woche zusammenzukommen sogar? Ja, richtig. Und was erzählst du deinem Mann dann, was du machst, wo du bist? Ja. Mit Freundinnen schwimmen oder was? Richtig, genau. Wir solche Sachen. Frauenabend oder ich bin da eingeladen oder meine Freundin hat ein Problem, ich muss da hin, ich muss der helfen, sowas halt. Und das geht seit 2 Jahren schon so? Ja, und das mittlerweile gehen mir aber auch, also das, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Ne? Also ich kann ja meinem Mann nicht immer die gleichen. Er hat überhaupt keinen Plan, er hat keine Ahnung, wittert nicht irgendetwas? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Es weiß auch sonst wirklich niemand im Moment? Nein. Oder gibt es irgendeine gute Freundin, einen guten Freund von ihm, der die eingeweiht sind? Doch, Moment, eine gute Freundin von mir weiß es. Die weiß das. Die weiß es, ja. Er, der Freund, der Klassenkamerad, ich nenne ihn mal so, damit wir es auseinanderhalten. Ja. Hast du den Eindruck, dass der in dich schon sehr verliebt ist, dass der gerne mit dir eine richtige Beziehung führen würde? Ja, das ist ja auch so ein Problem. Er ist sich momentan nicht schlüssig. Er will zwar Sex haben, spreche das mal so aus, er will mit mir in die Kiste, aber... Er hat halt im Moment viel Stress um die Ohren. Mhm. Sprich jetzt auch beruflich und... Ja gut, aber deshalb kann man ja jemanden lieben wollen oder mit einem Menschen eine Liebesbeziehung haben wollen, auch wenn man Stress hat. Ja, ist für mich immer so eine billige Ausrede mit dem Job. Ah, ich bin so beschäftigt und kann mich deshalb gar nicht auf einen Menschen einlassen. Ich glaube, wenn man wirklich jemanden liebt, spielt der Job wirklich erstmal eine zweite Rolle. Da magst du wohl recht haben, ja, das ist richtig. Oder sollte so sein, ne? Sollte eigentlich so sein, ja, aber für ihn geht halt die Arbeit und weil er macht noch die Meisterprüfung, er arbeitet als Kfz-Mechaniker in dem Beruf halt und er macht halt seinen Meister und dann geht er halt arbeiten, er macht halt nebenbei noch die Meisterprüfung. Ist das für dich so ein Punkt, der dich auch so ein bisschen bremst, eine Entscheidung für dein Leben zu treffen, dass er nicht klar sagt, komm zu mir, Nicole? Irgendwie schon, weil ich denke mir mal, wenn er sagt, ich bin jetzt bereit, lass uns probieren, dann wäre ich auch, glaube ich, bereit, meinen Ehemann zu verlassen. Ja, aber das ist genauso ein Fall wie bei Indra vorhin, bei der ersten Anruferin, die erst 16 war. Das finde ich eine ziemlich feige Grundhaltung, Nicole. Das ist richtig. Ne? Irgendwo schon, ja. Auch an dich die Frage, habe ich Indra gerade auch gefragt. Wie, wenn du das Gefühl für deinen Ehemann beschreiben solltest, was für einen Begriff würdest du gebrauchen? Mehr so wie ein Bruder für mich. Mhm. So, das ist natürlich letztendlich das Todesurteil für eine Ehe, für eine Liebesbeziehung. Ja. Das heißt, da ist keine Leidenschaft mehr, keine Liebe. Nein, Sex, gar nicht. Sex sowieso nicht mehr. Wie geht er denn damit um, dass ihr jetzt seit 3 Jahren keinen Sex mehr habt? Weißt du das? Hat er, wie gemacht? Wie lebt er damit? Ja, er akzeptiert es irgendwo, aber ich habe auch das Gefühl, dass er mir fremd geht. Ach, das Gefühl hast du auch? Ja. Von wem ging das eigentlich mit dem weniger werdenden Sex aus? Von ihm, ne? Von ihm. Von ihm, ja. Genau. Aber Nicole, dann wäre es ja höchste Eisenbahn. Es wäre ja fast schon toll, wenn er auch fremd gehen würde und wenn ihr beide euch vielleicht dann eröffnen würdet und sagt, pass auf, bei mir ist es so und er sagt, bei mir ist es auch so. Komm, lass uns in aller Freundschaft, in allem Frieden einfach trennen. Ja, aber wenn das nicht so ist, also ich meine, wenn er jetzt nicht fremd geht, also es ist ja jetzt nur eine Vermutung, die ich habe. Ich habe ihn ja noch nicht drauf angesprochen. Aber das wäre jetzt auch wieder die abgesicherte Variante und die vielleicht angenehmste Variante für dich. Ich finde, dass du diese Ehe beenden musst, Mensch, aber schleunigst. Aber super, super, super schleunigst. Das ist richtig. Da, ja, gut, nur... Nee, nichts gut und nichts aber.
Was willst du mir denn noch sagen an negativen Dingen über diese Ehe? Diese Ehe existiert eigentlich gar nicht mehr. Nee, eigentlich nur so, auf Papier noch. Nur auf dem Papier. Ja. Und du verstrickst dich in immer mehr Lügen und dir fallen gar keine Lügen mehr ein. Das ist richtig, ja. So, was ist denn das für ein Leben? Wie steht man selbst vor sich denn da? Du stehst ja auch nicht als gerade Person da. Eine gerade Person würde konsequent sein. Würde sagen, pass auf, das ist jetzt schwierig für mich, das ist ein harter Schnitt. Wir haben vielleicht was gemeinsam auch angeschafft und das ist alles kompliziert, aber ich muss klare Verhältnisse schaffen. Wir trennen uns. Das ist eine klare Haltung und eine klare Person. Mhm. Du bist es nicht. Nee, da gebe ich dir recht. So, und das musst du werden. Das tut dir allein für dich, nur für dich tut es dir sehr gut. Für dein Selbstwertgefühl irgendwann auch mal. Du bist ja auch nur erst 25. Dann kann man sagen, okay, so Sachen können halt passieren. Aber jetzt musst du schon irgendwie, da muss jetzt ein bisschen Butter bei die Fische, bei die Angelegenheit. Das heißt, du musst eine Entscheidung fällen. Mhm. Und nicht auch wieder berechnend lavieren. Ich warte mal, bis der seine Meisterprüfung hat und dann kann ich gleich in das andere gemachte Nest schlüpfen. Nee, vielleicht musst du dann halt auch damit leben, dass du eine Weile alleine bist. Ja, das ist, denke ich, immer irgendwo schwer für mich. Gut. Ich bin halt ein Mensch, der schlicht alleine sein kann. So, dann lernst du es. Mit 25 kann man das gut noch lernen. Und ich sag dir, das ist nicht zu deinem Nachteil wird das werden. Es ist gut, wenn man das auch kann. Das macht einen einfach auch stabiler und selbstbewusster. Wenn man das Gefühl hat, ich kann auch alleine sein. Ich bin nicht immer auf die Anwesenheit eines anderen Menschen angewiesen. Mhm. Tut einem verdammt gut, sag ich dir. Meine Meinung ist hier klar, ne? Du musst klare Verhältnisse schaffen. Du musst aus der Ehe raus. Und wie das dann mit dem anderen da weiterläuft, weiß der Teufel aber. Dann bist du eine freie Frau und kannst handeln, wie du möchtest. Da hast du allerdings recht, ja. Was sagt denn deine beste Freundin? Ja, die sagt eigentlich im Prinzip dasselbe wie du. Mhm. Mhm. Sagt, ich soll klare Verhältnisse schaffen. Aber so einfach ist das noch nicht. Ich glaube, ich muss mich mit den besten Freundinnen zusammentun. Ich habe es gerade schon gehört, dass die das auch immer so sagen. Ja, aber die können das ja wirklich noch viel besser beurteilen. Die sind ja nah an euch dran, die ganz nahen Freunde. Ne? Richtig, genau. Ja. Aber ich bin eigentlich froh, dass es deine Sendung gibt, dass man auch mal mit einer Person drüber quatschen kann, die jetzt nicht dran beteiligt. Ja, das ist, verstehe ich. Dass man mit einer neutralen Person hat das manchmal einen anderen Stellenwert als mit so der ganz engsten Busenfreundin, weil die ist parteiisch und Richtig. Das ist dann noch ein bisschen was anderes. Genau. So, Nicole, jetzt ordne mal dein Leben. Ja. Und alles Gute dabei. Danke. Ich hätte aber auch noch gerne ein Autogramm. Ja, dann legst du bitte auch auf und wir rufen dich vielleicht nochmal an wegen alles der klar. Nummer. Tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. Stichwort Autogramm. Wenn ihr ein Autogramm haben wollt, dann ruft diese Nummer hier am Tage an. 0800 220 5050 oder schreibt uns WDR, Westdeutscher Rundfunk, Redaktion Domian, 1 live, 50600 Köln. Nochmal WDR, Westdeutscher Rundfunk, Redaktion Domian, 1 live. Oder 1 live Domian, wie ihr wollt. 50600 Köln. Dann schicken wir es euch. Sebastian, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Domian, hallo. Sebastian, um was geht's bei dir? Oh, es ist mir unangenehm, aber ich bin durchgekommen und deshalb muss ich auch die Chance ergreifen. Ich bin sexhungrig. Nach einem und derselben Person. Nur nach einer Person, ja. Ach, nur einer Person? Richtig, ja. Also generell nicht? Meine Sexgier wurde zeitlang nicht gestillt und deshalb, sag ich mal so, ist es mir jetzt auch egal eigentlich. Jetzt wollen wir die Einzelheiten wissen. Ja, genau. Wer ist denn diese ominöse Person? Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen. Das ist eine Arbeitskollegin von mir. Ja, also keine Namen, so meine ich natürlich nicht. Nein. Ja. Sie ist ein paar Jährchen jünger als ich, hat einen wunderschönen Körper und ein Teer. Also ist auf jeden Fall ein Männermagnet, sag ich mal so. Ja. Und ja. Wie lange läuft das zwischen euch beiden? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Ist aber eine reine Sexaffäre, keine Beziehung, oder wie? Es ist leider eine Sexaffäre gewesen und sollte zu einer Beziehung werden. Und ich habe es vergeigt und jetzt stehe ich doof da. Ist kompliziert, ne? Mhm. Erklär das mal ein bisschen besser. Ja, klar, kein Problem. Also ich hatte mit dieser Frau einen One-Night-Stand gehabt, hin und her. Mhm. War für mich in Ordnung, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch eine Freundin hatte. Sie hatte einen Freund und wir sind halt über keine Opfer gegangen, war egal. Und nachdem ich solo war, kam sie trotzdem ab und zu mal bei ihr vorbei und wir haben uns einen netten Abend gemacht, haben auch viel unternommen, nicht nur Sex, aber im Endeffekt lief es darauf aus, dass sie Sex mit mir gehabt hat oder ich mit ihr. Mhm. Und ja, und seit neuerdings, seit unserem letzten Abenteuer, hat sie mir dann gesagt, dass sie sich was vorstellen könnte mit mir.
Achso, aber bis zu dem letzten Abenteuer, bis zu dem letzten Abenteuer lief es einfach nur darauf, dass sie für mich, dass ich gedacht habe, sie kommt nur her, um mit mir Sex zu haben. Ja. Und für mich war es so in Ordnung, weißt du? Ja, aber du hast dich aus dieser Beziehung, die ist dann auch kaputt gegangen. Ja, genau. Ja. Die Beziehung spielt jetzt auch keine Rolle weiter. Ja, okay, habe ich verstanden. Ja, klar. Das heißt, also eine ganze Weile von diesen 2 Jahren, das ist eine lange Zeit, war es eine reine Sexaffäre. Richtig. Jetzt aber, seit neuestem, hat sie signalisiert, sie könnte sich vorstellen, dass... Richtig, sie konnte sich halt vorstellen, dass sie mit mir was anfangen würde. Ja. Hat mir das auch offen und ehrlich gesagt. Und ich habe dann halt rumgemosert, weil ich echt nicht wusste, ob ich eine Reihe für eine Beziehung, weil ich nicht verliebt war in sie, weißt du, ich war abhängig von ihrem Körper, sag ich mal ganz ehrlich. Ja. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Und bei dir war das in der ganzen Zeit auch kein Gedanke, ich würde gerne mit dir zusammen sein. Nein. Knallharter, schmutziger Sex, das war dein Ding. Bis zu diesem Zeitpunkt, als sie mir gesagt hatte, Susi, könnte dir was vorstellen, weißt du? Ja, und der dumme Fehler ist, den ich begangen habe, ich habe sie bei mir übernachten lassen und sie hat mein Tagebuch entdeckt und hat ein bisschen rumgelesen. Und mein Tagebuch stand halt nicht so schöne Sachen über sie drin, weißt du? Wie putzig, ein Junge schreibt Tagebuch. Was ist daran putzig? Kenne ich gar nicht, finde ich ungewöhnlich. Finde ich gut, also ich will es nicht lächerlich machen, ich finde es schon... Ja, also okay, für mich ist es normal. Ja, ich kenne keinen einzigen Typ, der es macht. Okay, das kennst du einen. Das kennen wir einen, in der Tat. So, was stand da drin? Ja, da standen halt lauter schmutzige Sachen über sie drin, die ich meinen Gedanken hatte. Für also Sexgeschichten oder was? Nicht so, dass ich sie sonst wie war, sondern dass ich einfach nur scharf auf sie bin und dass es schön war, dass sie mal wieder hier war und dass wir miteinander gepoppt haben. Mhm. So die Sachen waren dann. Ist halt nicht so schmeichelhaft für jemanden, der sich anfängt zu verlieben. Genau. Ja. Wie kommt die denn überhaupt dazu, dir in deinem Tagebuch rumzuschmeißen? Ja, das lag auf dem Küchentisch vom Vorabend und ich musste arbeiten und habe sie wach geklingelt und als ich nach Hause komme... Also du nimmst dir gar nicht so übel, dass das passiert ist? Es ist meine eigene Schuld. Ich hätte selber gemacht, wenn dann Tagebuch legen würde. Jetzt ist die Arme enttäuscht. Die Arme ist enttäuscht und ich wollte es wieder gut machen, habe zu viel gut gemacht, habe sie halt ständig angerufen und habe mich entschuldigt und die Sache war vom Tisch gewesen und im Endeffekt konnte ich mir halt vorstellen, doch was mit ihr anzufangen, weißt du. Warum dann plötzlich? Ja, huch, auf einmal, nein. Aus schlechtem Gewissen? Ja, wahrscheinlich. Sie hat mir auch gefehlt, weißt du, sie hat mir halt gefehlt. So, ganz aktueller Stand, heute, die letzten Tage, sieht so aus, dass wir versuchen, ein gutes Verhältnis aufzubauen, so wie es mal früher war. Ich hoffe es jedenfalls, dass sie sich ab und zu mal wieder blicken lässt, ohne weiteres, aber ich glaube, sie hat einen Freund und sobald wir uns jetzt mal sehen, verhalte ich mich einfach wie ein 12-Jähriger, der sein erstes Date hat, weißt du, und das merkt sie auch und ich mache mich zum Klops vor ihr. Das heißt, nach dieser Geschichte mit dem Tagebuch ist sie auf Distanz gegangen? Ist sie richtig auf Distanz gegangen. Und sie hat deine ganzen Entschuldigungen und dein Werben... Hat sie alles angenommen? Ja, aber es folgte keine Konsequenz daraus. Nein, folgte gar keine Konsequenz. Verstehe. Daraus. So, jetzt ärgerst du dich irgendwie ein bisschen? Ja, weil sie sich seit 3 Monaten nicht mehr hier war. Wir telefonieren zwar noch ab und zu miteinander. Ist seit drei Monaten kein Sex mehr mit der Frau, auf die du sexsüchtig bist. Genau. Mhm. Und dadurch habe ich auch seit 3 Monaten keinen Sex mit irgendeiner anderen Frau, weil ich glaube ich nur auf sie fixiert bin. Ja. Und das macht mich... Dumme Situation. Ja, verdammt dumme Situation in meinem Alter. Ärgerst du dich, dass du nicht vielleicht schon früher ein bisschen darauf eingegangen bist, innerlich? Ja, ich habe sehr viel bereut und das weiß ich auch. Würdest du jetzt mit ihr zusammen sein wollen? Ich würde es gern probieren. Ja. Wobei ich jetzt sehr misstrauisch bin. Ich bin sehr misstrauisch, ob das funktionieren würde. Yeah. Wenn man 2 Jahre fast mit jemandem so ein Verhältnis hatte. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ne? Und so weiter. Ich habe es von vielen auch schon gehört, weißt du. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du jetzt aus deiner Not heraus jetzt so einen Satz sagst, ja, ich will mit dir zusammen sein. Du, ich liebe dich und wenn man sagt was falsch, das ist es sowieso nicht so, ich weiß. Ja. Aber das Ding ist halt, Domian, weißt du, das Ding ist halt echt, wir sehen uns, weißt du. Ja. Wenn sie jetzt die Abteilung... Und dann sabbert es bei dir, ne? Dann sabbert es bei mir und ich gebe mich echt... ein Vollidiot, so weißt du, hallo Anna, wie geht's dir und alles recht, aber im Endeffekt, wenn sie meine Erwartungen nicht befriedigt, so weißt du, ich möchte nur darauf hören, dass sie mir wieder sagt, so hey, ich möchte bei dir schlafen oder so, ist sehr schön, aber ich höre das nicht mehr, weißt du. Ist das denn, du hast gerade gesagt, du vermutest, dass sie einen Freund hat? Ja, ich vermute es, ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht gefragt. Rauskriegen kannst du es nicht. Kannst du sie nicht rauskriegen? Ich könnte es rauskriegen, weil das Dimmer ist, ich bin Freitag auf ihre Party eingeladen, aber ich habe Angst, dahin zu gehen. Weil du dann mit der Wahrheit vielleicht konfrontiert wirst. Genau, weil ich damals sehen werde, was ich vielleicht nicht sehen möchte. Aber vielleicht wäre es ganz gut zu sehen. Ich glaube, das wäre ein Schlag für mich ins Gesicht. Ja, der Schlag wäre nicht schlecht, glaube ich. Meinst du? Ja, meine ich. Weil was bringt das denn? Jetzt, du steigerst dich jetzt in... Ja, ich steigere mich wirklich da. Ja, du steigerst dich in Erinnerungen und Fantasien rein. Ja, genau. Und wenn du die jetzt... Also offensichtlich scheint die ja schon sehr verletzt zu sein, wenn die 3 Monate sich jetzt zurückhält. Ja. Und...
Andererseits muss es ihr ja auch sehr gut gefallen haben, euer Sex. Es hat ihr auch gut gefallen, so, sie hat es mir auch bestätigt. Dass sie das so lange mitgemacht hat. Ja, aber genau. Jetzt ist seit 3 Monaten Schluss. Genau. So. Und wenn jetzt auch noch im Zuge deiner Recherchen oder was auch immer, wie man es sagen mag, herauskäme, dass sie einen Freund hat, ja. Wäre die Sache ja klar für dich. Und dann könntest du dich wirklich mit aller Entschiedenheit innerlich versuchen, von ihr zu verabschieden. Ja, klar. So hängst du ja in Gedanken immer noch dran. Ja, natürlich, natürlich. Geh dahin, Freitag. Ja. Ich würde es gerne hören von ihr, weißt du? Weißt du, ich hab echt Schiss davor hinzugeben, mich peinlich zu machen wieder und dass ich dann der Erste bin, der geht wieder, weißt du? Ja. Wenn sie mir sagen würde, wenn sie mir, weißt du, ich hätte Bock, sie anzurufen, sag mal, hast du einen Freund? Gut, dann mach es. Ruf sie an. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst da hin und versuchst es zu erkennen, ob sie einen Freund hat und machst es auf die elegantere, indirekte Art und Weise. Aber ich finde auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich ruf die an, ich will jetzt wissen, was, ich muss jetzt Tacheles hören von der. Ja. Ich ruf die an. Ja, ja. Dann mach es. Ja, mach es. Ja, aber nicht jetzt. Wir haben gerade vorhin telefoniert. Ihr habt vorhin telefoniert? Ja, sie ist noch auf Arbeit und es wäre schlimm, jetzt anzurufen. Ja, gut, jetzt nicht, aber morgen. So, und dann musst du dich irgendwie mit den Gegebenheiten, wie sie sich darstellen. Ja, natürlich. Also, weißt du, Domian, ich wünsche es, also ich glaube, es wäre echt besser, wenn sie mir sagen würde, du pass auf, ich habe einen Freund, du kannst aber trotzdem gern kommen. Also, okay. Weißt du, das ist eigentlich, glaube ich, das Ding, was mir gut tun würde, weißt du? Ja, vielleicht ist es. Dass ich die Augen offen habe für andere Menschen. Ja, vielleicht ist es so. Ja, also ruf sie morgen an und frage. Okay. Okay? Ja, alles klar, Domian. Tschüss, Sebastian. Ich danke ganz herzlich, ja. Tschüss. Tschüss. Anna, 21 Jahre gesagt. Hey, das wäre nicht schlecht gewesen. Das wäre nicht schlecht gewesen, Anna, ne? Aber das Alter ist ja auch noch gut. Ja, das 36. Ist okay. Mhm. Um was geht's, Anna? Meine Mutter hat sich das Leben genommen vor 4 Wochen. Und ja, 2 Wochen vorher war sie bei mir auf Besuch und hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und da kamen Sachen zutage, die haben für mich mein ganzes Weltbild verrückt. Nämlich? Sie wurde sexuell missbraucht von meinem Großvater, der aber auch tot ist. Ja. Und für mich war das immer ein ganz lieber Großvater. Der sich an dir nicht vergriffen hat? Nee. Mhm. Und ja, und auch von meinem Onkel, also von ihrem Bruder. Den du auch gut in Erinnerung hast? Mit dem ich eigentlich gut verbunden bin. Der noch lebt? Ja, klar. Ja. Mhm. Mit dem man sich zum Beispiel drückt, wenn man sich sieht und solche Sachen, ne? Wie kam es, dass deine Mutter dir das so spät erst erzählt hat? Meine Mutter hat mehrere Therapien gemacht und in diesen Therapien hat sie mir dann erzählt, konnte sie sich auch nicht öffnen. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob das schon alles darauf hinauslief, dass sie schon vorhatte, sich das Leben zu nehmen und vorher nochmal reinen Tisch machen wollte, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie mir gesagt, dass sie das dato zum ersten Mal erzählt. Ja. Aber du bist das Kind deines Vaters. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Wie geht man mit so einer Situation um, wenn die eigene Mutter vor einem sitzt und so etwas Fürchterliches erzählt? Wie hast du da reagiert? Also es war eigentlich so, als ob mir jemand einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet hätte. Altwasser. Ja, was hast du gesagt? Oder hast du sie in den Arm genommen? Ich habe sie in den Arm genommen, ja. Sie hat ihren Kopf an meine Schulter gelegt. Wir saßen eigentlich beide da und haben dann geschwiegen. Mhm. Ich habe ihr dann gesagt, komm, wir zeigen ihn an und machen ein fürchterliches Fass auf. Und sie hat gesagt, nein, das geht nicht. Das würde die ganze Familie kaputt machen. Ich habe das so lange für mich behalten. Und was für eine Unglücksballung. Sie ist von dem eigenen Vater missbraucht worden, also von deinem Opa und auch von dem Onkel. Ja. Ohne, dass die wiederum voneinander wussten. Ja. Über einen langen Zeitraum? Ja, es ging wohl eine Weile. Hm. Mhm. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Ja, das ist einfach grauenhaft. Jetzt hast du deine Mutter hat sich vor 4 Wochen das Leben genommen. Mhm. Wie hat sie es gemacht? Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Mhm. War sie sofort tot? Sie war sofort tot. Wie, Gott sei Dank war sie sofort tot. Aus welchem Stockwerk? Aus dem 8. Aus dem 8. Mhm. Ja, und es ist so, dass ich dann erstmal gedacht habe, ich werde nie wieder froh. Also. Und jetzt ist für mich auch so viel offen. Ja, irgendwie habe ich überhaupt keine Lebensorientierung mehr. Das glaube ich. Es ist ja auch noch ungeheuer frisch, es ist ja erst 4 Wochen her. Ja, das stimmt. Mhm. Hat man dann als Tochter, als nahestehende Person nicht ständig vor Augen, die Spekulation, wie mag die Mama aussehen, nachdem sie das gemacht hat?
Ja, natürlich. Das ist doch fürchterlich. Und verdrängt man das dann, oder? Nee, ich bin so jemand, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen neurotisch. Ich bin so jemand, ich muss das dann für mich immer in Gedanken zu Ende bringen. Mhm. Ja, aber du hast sie nicht gesehen mehr? Nee, das nicht mehr. Mhm. Hast du jetzt beispielsweise einen unglaublichen Hass und Zorn, was ja verständlich wäre, auf den Onkel? Weißt du, ehrlich gesagt fühle ich mich innerlich so ein bisschen halb tot, weißt du? Es ist alles so taub. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, was ich denken soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hattest du lag das irgendwie so ein bisschen in der Luft, dieses Unglück? Hast du eine Ahnung gehabt? Sie könnte dich vielleicht, ne? Mhm. Ja. Ja, also ich habe immer eine Ahnung gehabt. Irgendwas hat immer über mir geschwebt wie ein Damoklesschwert. Mhm. Hat sie irgendwas hinterlassen, einen Brief? Nichts. Gar nichts. Mhm. Aber sie hat mit dir gesprochen. Ja. Das finde ich ja ganz, ganz erstaunlich. Was für ein Vertrauensbeweis auch und letztendlich Liebesbeweis, dass sie zu die, mit wem, nur die Therapeutin oder der Therapeut wusste das sonst? Nein, niemand. Aber der wusste sonst niemand? Sie konnte sich auch in den Therapien nicht öffnen. Das ging nicht. Ach so, das ist gar nicht ausgesprochen worden. Ach so. Ich dachte, es ist nur teilweise ausgesprochen oder so. Nee. Das heißt, du bist der einzige Mensch, dem sie es gesagt hat. Ja. Mhm. Aber was für ein Liebesbeweis, ne? Ja, das stimmt. Es ist auch so, dass ich irgendwo auch, ich bin da schon auch stolz drauf, dass sie mich da ausgewählt hat. Ne? Ja, das finde ich aber auch, ja. Das finde ich auch. Aber es ist jetzt natürlich auch eine Sache, die, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, so. Nun sind das sehr schlimme Erfahrungen, die deine Mutter in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend gemacht hat. Mhm. Gab es denn in der letzten Zeit auch weiterhin Schwierigkeiten im Leben, dass sie zu diesem letzten Schritt gekommen ist? Ja, also es waren so verschiedene Erkrankungen, die sie hatte und die Psyche, die hat da auch noch das Übrige beigetragen. Mhm. Also so, dass sie von Zeit zu Zeit hat sie schon an ziemlich heftigen Depressionen gelitten. Ja. Ja, und ja, das konnte keiner wissen, woran das nun wirklich lag. Ja. Jetzt weiß ich es natürlich. Ja. Ne? Mhm. Lebt dein Vater auch noch? Ja. Ja. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch mehrere Kinder? Nee, ich habe noch mehr Geschwister. Hm. Ja. Umso erstaunlicher ist, dass sie nur, das ist so, oder hat sie ein anderes Geschwister von dir auch aufgesucht? Nee, sie hat nur dich aufgesucht, sie hat nur dir das gesagt. Ja, obwohl wir alle ein fantastisches Verhältnis zu unserer Mutter hatten. Hm. Richtig gutes, also das war eine ganz besondere Frau so. Hm. Wie alt ist sie geworden? 56. Hm. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich so, Domian, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, sage ich das jetzt? Stelle ich jetzt jemanden zur Rede? Mache ich das? Wäre das in ihrem Sinne? Oder hat sie mir das erzählt, um mir zu sagen, hör zu, das bin ich, da kam das her, da liegen meine Wurzeln und das sind die Begründungen für das alles, was das dann nach sich gezogen hat? Wie ist das Verhältnis in der Familie zwischen den Geschwistern zum Beispiel? Super. Super. Und das Verhältnis zu deinem Vater auch? Ja. Okay. Ja, es ist okay. Mhm. Mhm. Also zu meinen Geschwistern, das Verhältnis ist super. Und es ist so, dass ich sitze eigentlich da und denke immer, eigentlich möchte ich euch gern was erzählen. Ja. Aber... Mhm. Und die Geschwister und die Familie sind, obwohl deine Mutter immer wieder Schwierigkeiten hatte und auch depressive Phasen, waren doch wahrscheinlich extrem geschockt, ne? Ja. Also noch darüber her, noch mehr geschockt vielleicht als du. Du von dem schweren Unglück ihrer frühen Kindheit oder ihrer Kindheit weißt. Ja. Ja. Ja, es ist ja so, dass ich habe das noch niemandem weiter erzählt. Also auch meinen Geschwistern nicht. Ich sage dir ganz klar und ich bin aus voller Überzeugung sage ich das. Ich finde das richtig, wenn du es erzählst. Ich glaube, dass du im Sinne deiner Mutter handelst. Es ist keine Schande, das zu erzählen. Mhm. Im Gegenteil, du machst deine Mutter für die Familie noch verständlicher. Dass sie so gehandelt hat jetzt letztendlich, dass die Wurzeln ihrer Verzweiflung sind oder waren. Weißt du, es ist so, dass ich habe ja auch gesagt, komm, lass es uns doch sagen. Mhm. Und sie hat dann gesagt, hör zu, wenn ich das jetzt sage, dann mache ich meine Familie kaputt, also ihre Familie, ja? Mhm. Ja, vielleicht hatte sie nicht mehr die Kraft dazu, das durchzustehen. Man schaut ja nicht in einen Menschen rein, der so verletzt worden ist über Jahre als Kind, als Jugendlicher. Mhm.
Aber was heißt, welche viele Familie machst du kaputt? Eure Familie, eure enge Familie machst du nicht kaputt damit? Nee. Nein. Nur die Familie, na was heißt nur? Eben die Familie meiner Mutter. So. Ja, sie hat viele Geschwister. Ja, aber das ist dann halt so. Und das ist auch, letztendlich ist es ja, vielleicht eine ganz kleine Genugtuung, na Genugtuung ist nicht das richtige Wort, aber für all das, was da passiert ist und dass der Mann zumindest an den Pranger gestellt wird, wenn er auch nicht mehr angezeigt wird. Ja. Ja, meinst du, das ist richtig? Ich finde ja. Wenn das eine ganz glaubwürdige Sache war, dass deine Mutter dir das erzählt hat. Ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. So, dann finde ich, dass du das Recht hast, deinen engsten Menschen, deinen Geschwistern das zu erzählen. Und dann könnt ihr im Kreise eurer ganz engen Familie immer noch entscheiden, sagen wir das dem anderen Teil der Familie oder behalten wir das für uns. Aber deinen engsten Leuten, finde ich, kannst du sagen. Und ich glaube, dass du völlig im Sinne deiner Mutter handelst. Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich. Ja. Na, es muss ja nicht sofort gleich ganz rausgetragen werden. Haltet es erstmal in dem ganz kleinen, engen Kreis. Und da sind viele Leute, jeder hat eine andere Meinung, da kann man beraten darüber, was man macht. Ja, das stimmt. Dann trage ich auch nicht mehr so ganz alleine die Verantwortung. Nein, das nicht. Und ich glaube, es tut auch dir gut, wenn du das austauschen kannst mit deinen Geschwistern. Mhm. Dass du darüber sprechen kannst. Du trägst du ja so ein fulminantes Geheimnis alleine mit dir oben. Das ist ja auch sehr erschwerend in dieser traurigen Zeit im Moment. Ja, das ist absolut richtig. Es ist so, dass ich bin so verwirrt wie noch nie. Mhm. Also so würde ich das auf jeden Fall machen. Und ich möchte dir aber jetzt auch noch gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, mit dem Johannes. Okay. Ist das okay? Mhm. Gut. Liebe Anna, von Herzen alles Gute und mir tut es sehr, sehr, sehr leid, dass deine Mama das hat machen müssen. Ich, okay. ich formuliere es sogar so, dass deine Mama das hat machen müssen. Offensichtlich war es ja das Ende einer ganz schweren, unglücklichen biografischen Verstrickung, in die sie geraten ist. Das ist ganz bestimmt so. Ja. Also wenn es eins gibt, dessen ich mir sicher bin, dann ist es das, wenn sie hätte weiterleben können, dann hätte sie es gemacht. Hätte sie es gemacht, ja. Mhm. Du legst bitte auf und Johannes ruft dich an. Okay. Alles Liebe. Das ganz lieb. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Ann-Christine, 17 Jahre alt. Hallo Ann-Christine. Hallo Domian. Hallo Ann-Christine. Mein Problem liegt daran, ich bin verliebt in meinen besten Freund seit einem Jahr. In den Busenfreund? In den platonischen Freund. Ja, also in meinem besten Freund. Den besten Freund. Ja, und das Problem ist halt einfach, er ist in einer Beziehung, wo er schon 6 Jahre drin ist. Mhm. Wie alt ist er? 23. Mhm. Und hat auch ein Kind mit ihr. Mhm. Bloß wir haben halt so zwischendurch immer wieder Spielchen gehabt, so mit Küssen und ein paar Zärtlichkeiten ausstrecken. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie, das ist nie zum Geschlechtsverkehr gekommen oder so, aber halt immer halt Zärtlichkeiten ausgegeben irgendwo. Wie lange ist er denn schon dein bester Freund? Seit 1,5 Jahren jetzt ungefähr. Ja, also eigentlich hast du dich dann sehr schnell in ihn verliebt, oder? Ja, also ich weiß nicht, er stand da und ich habe ihn gesehen und es hat einfach Klick gemacht und es war einfach dann da Kribbeln im Bauch. Weißt du was über seine Gefühle zu dir? Nee, er öffnet sich gegenüber mir nicht. Er äußert sich nicht? Nee, er fängt halt immer an, also er fängt meistens auch mal an und mich dann mal zu streicheln, mich zu küssen oder so, aber... So wirklich irgendwie geäußert hat er sich noch nicht. Ja, weißt du, redet er darüber, wie er sich in seiner Beziehung fühlt? Er sagt manchmal, also es sind Zeiten, wo er sagt, oh, und ich fühle mich ja schon wieder gar nicht wohl. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo er sagt, oh ja, jetzt geht's wieder bergauf und so. Aber Kennst du die Frau, sein Mädel auch, die Beziehung? Also wie jetzt? Also seine Freundin, kennst du die auch? Nee, seine Freundin, also nur telefonisch. Mhm. Wir hatten auch jetzt immer nur Zoff, wenn wir mal telefoniert haben oder so. Ach, sie ist eifersüchtig? Ja. Ja. Sie verbietet ihn auch, mich zu besuchen. Mhm. Also sie darf nie davon erfahren, dass wir uns treffen. Mhm. Naja, vielleicht nicht zu Unrecht, ne? Ist sie eifersüchtig? Ja. Ne? Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Du hast es auf der Ebene der besten Freundschaft gehalten, also einer guten Freundschaft gehalten, weil das die einzige Möglichkeit war, ihn in deiner Nähe zu haben. Ne? Wenn du von Anfang an gleich mit der Tür ins Haus gefallen wärst, hätte er vielleicht zugemacht. Ne? Kann ja sein. Ich habe ihm von vornherein gesagt, dass sich da langsam was entwickelt bei mir. Also das hast du schon so signalisiert. Er weiß es auch. Ah ja. Also ich habe ihm schon öfters gesagt, dass ich mich so allmählich in ihn verliebt habe und... Und was sagt er darauf? Es gab nicht so wirklich Reaktionen. Er meinte dann halt mal so, ja, es fehlt ein bestimmter Kick,
dass er seine Freundin für mich verlassen würde und so. Und deswegen bin ich mir da auch nicht wirklich sicher. Ich glaube an Christine, dass sowas nur lösbar ist, indem du in absehbarer Zeit, ich meine, du hast es schon mal gesagt, wie du es gerade erzählt hast, aber das nochmal ganz klar sagst, hier, pass mal auf, ich bin eigentlich in dich wirklich verliebt. Und lass uns offen darüber reden, was wir tun sollen, ob es irgendwie eine Perspektive hat. Mhm. Dann muss er ja Farbe bekennen, er muss dann ja was sagen. Mhm. Und wenn er dann auch sagt, nein, ich möchte bei meiner Familie bleiben, dann musst du es akzeptieren. Aber dann weißt du auch, woran du bist. Ja, klar. Ne? Dieser Zustand ist ja, der kann dich ja auch sehr zermürben in deiner Rolle. Mhm. Das ist ja so ein, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, das ist ja gar nichts. Und ein bisschen Zärtlichkeiten, die machen es ja noch schlimmer eigentlich, als wenn man gar keine Zärtlichkeiten hat. Ja. Ja, dann erahnt man das ja, was das bedeutet, mit jemandem nahe zu sein. Ja, genau. Ich finde, dass du richtig klar mit ihm darüber reden solltest und ihn bittest, dass er auch klar sagt, was er empfindet und wie er es sich vorstellt. Ja, das ist das, was er meist nicht kann. Also er kann mir nicht offen und ehrlich sagen, was er fühlt. Ich habe es ja versucht. Dann musst du das nochmal machen und noch massiver ihn dahin drängen, in die Richtung. Damit du weißt, woran du bist. Mhm. Damit du weißt. Und wenn du ihm unter Umständen androhst, sage ich jetzt mal, wenn er gar nichts sagen kann, dann wirst du es halt letztendlich beenden müssen. Die Freundschaft. Ja. Jetzt müssen wir leider Schluss machen an Christine, die Sendung ist rum. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Carsten Klinger. Morgen heißt unser Thema Sex hat mein Leben zerstört. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir hier bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, schlaft schön. Tschüss.